Knight Rider. Die Abenteuer des Michael Knight. Er kämpft für die Unschuldigen, die Hilflosen, die Machtlosen. An seiner Seite Kit. Ein Auto, ein Computer, ein Wesen. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht. Am sonnigen Strand von Kalifornien. Nicht weit von Los Angeles. Eine Bar. Hübsche Mädchen. Eins nach dem anderen tritt auf und bietet seine Tanzshow. Alle träumen davon, entdeckt zu werden. Michael steht nahe der Bühne. Er wartet auf den Fahrer eines verdächtigen Lastwagens, dessen Beschreibung ihm Devin Miles vor einer Stunde durchgegeben hat. Hey, Cindy, die nächste Nummer. Du bist dran. Ja, weiß ich. Minister, wollen Sie mich nochmal sehen? Sie stehen hier doch bestimmt schon eine Stunde. Gibt es einen besseren Platz, um von eurer Show was zu haben? Meinen Sie Show oder Zirkus? Ist doch egal, solange der Sound gut ist. Na, wenn Sie es so sehen. Cindy, dein Auftritt. Oh, ich muss ran. Sehen wir uns nachher? Wenn das eine Einladung zum Rollschuhlaufen ist? Ja, wenn Sie dann noch da sind. Einladung angenommen. Wow. Max, wir sind gegen ein paar Rollschuhe eintauschen. Erinnern Sie sich bitte, weshalb wir hier sind. Ich hab's nicht vergessen, Partner. Hey, siehst du da drüben den Lieferwagen? Der passt genau zur Beschreibung unseres Informanten. Kannst du erkennen, was er geladen hat, Kit? Ein halbes Dutzend Behälter ohne jede Aufschrift. Ah, sehen aus wie Stahlkanister. Und sind mit Hydrogencyanid gefüllt. Wenn man diese chemische Verbindung mit Wasser mischt, könnte sie die Bevölkerung einer kleinen Stadt umbringen. Hey, Michael, sehen Sie den Mann da? Ja, aber das ist nur der Fahrer. Ich brauche den Lieferanten der Chemikalien. Ohne ihn erfahren wir nie, woher das Gift kommt. Aber wenn der da jetzt mit den Chemikalien wegfährt, erfahren wir nie, wo das Gift hingeht. Moment, Kit. Da kommt Castro. Das ist unser Mann. Den schnapp ich mir. Seien Sie vorsichtig, Michael. Der Fahrer hat Sie bemerkt. Hey, Mister. Wollen wir nicht nachher noch Rollschuh laufen? Machen wir alles, Cindy. Nachher. Castro! Was wollen Sie? Das hier. Kit, komm! Sonny, mach ihn fertig! Und nun zu dir, Sonny. Los, die Tür auf! Sonny, das Spray, mach schon! Gib's ihm! Brauchen Sie Hilfe, Mister? Nein, bleib weg hier, Mädchen! Mach auf, Kerl, sonst... Was ist denn bloß los hier? Weg hier aus dem Weg, Mädchen! Machst du jetzt die Tür auf, Sonny? Na klar! Was ist denn mit dir? Was hat sie? Ich glaube, sie ist ohnmächtig. Kit, ich brauche eine Analyse. Was ist mit dem Mädchen? Schnell! Sie ist tot, Michael. Sie können nichts mehr für sie tun. Michael berichtet Devin Miles im Hauptquartier der Foundation für Recht und Verfassung von diesem ungewöhnlichen Mordfall. Devin, sie war erst 20. Erst vor einer Woche ist sie aus St. Louis hierher gekommen. Ich weiß, Michael. Und es tut mir wirklich sehr leid. Sehr leid. Sie ist tot, Devin. Und das Gift war für mich bestimmt. Bedauerlicherweise sind uns Castro und dieser Sonny entkommen. Aber Kit hat von beiden Fotos gemacht. Sehen Sie mal, Michael. Ja, das sind sie. Der da hat ihr das Zeug ins Gesicht gesprüht, als ich mich noch rechtzeitig duckte. Michael, es geht hier offensichtlich um mehr als um den Tod einer 20-Jährigen. Wir haben es hier mit chemischer Kriegsführung zu tun. Kit hat die Fotos zwar durch seine Datenbank geschickt, aber eindeutig identifizieren konnte er sie nicht. Und das Nummernschild des Lieferwagens, Bonnie? Ja, damit hatten wir mehr Glück. Der Wagen ist auf einen Lieferservice mit dem Namen Keller Brothers eingetragen. Eine völlig legal arbeitende Firma. Natürlich könnte denen der Wagen gestohlen worden sein. Ich gehe der Sache nach. Michael, ich weiß, Sie nehmen diesen Fall sehr persönlich. Aber als Ihr Freund bitte ich Sie, seien Sie vorsichtig, ja? Klar bin ich vorsichtig, aber nachsichtig bin ich nicht. Nicht in diesem Fall. Der Tod des Mädchens, das praktisch für ihn gestorben ist, erbittert Michael so sehr, dass sich Kit um ihn Gedanken macht. Michael, Ihr Adrenalinausstoß ist beängstigend hoch. Vielleicht sollte ich Ihnen ein paar Witze erzählen, damit Sie sich etwas entspannen. Witze willst du erzählen? Jetzt? Gerade jetzt, Michael. Ich habe den menschlichen Humor gründlich erforscht und kennen Sie den?
Neulich war ich in einer Garage abgestellt, die war so klein, dass sogar die Mäuse Buckel hatten. Oh, hör bitte auf mit dem Quatsch, Kid. Wir sind da. Keller Brothers. Den Service sehe ich mir mal von innen an. Na, dann eben anders. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Wieso? Durch die Tür da. Aber die war doch abgeschlossen. Abgeschlossen? Während der Geschäftszeit? Na, wissen Sie, da draußen ist doch der reinste Dschungel. Da haben Sie allerdings recht. Hi. Ich heiße Michael Knight und ich hätte den Boss Ihres Betriebs gerne eine Sekunde gesprochen. Sonny hat gesagt, ich soll jeden Besucher erst fragen, von welcher Firma er kommt. Sonny wird uns nicht kennen. Ich arbeite für eine gemeinnützige Organisation, die Foundation für Recht und Verfassung. Gemeinnützig? Nee, davon wird Sonny bestimmt noch nie gehört haben. Ich frage ihn trotzdem mal eben. Kommen Sie. Mhm. Ja, was ist? Sonny, in meinem Büro ist ein Michael Knight. Er sagt, er kommt von einer Foundation für Recht und Verfassung. Für Recht und Verfassung? Okay, sag ihm, ich komme gleich runter. Ich muss nur noch kurz was erledigen. Er sagt, er kommt gleich. Danke. Hey, Kit, kommt da jemand oder fährt er weg? Hey, ich heiße nicht Kit, ich heiße Rosemary. Und wieso unterhalten Sie sich mit Ihrer Uhr? Es ist ein vollbeladener Lieferwagen, der gerade abfährt. Es scheint es sehr eilig zu haben. Tut mir leid, Rosemary, aber ich muss leider schon wieder los. Hey, Sie sind ja jederzeit willkommen, Mister. Hinterher, Kit. Schalt auf Überwachung und dann flieg bitte raus, was das für eine Ladung ist, die der Kerl da auf dem Wagen mit sich rumschleppt. Häuser Fox vor uns und er ist mit dieser hochgefährlichen Chemikalie beladen, die wir bereits in dem anderen Lieferwagen festgestellt haben. Drei Blocks vor uns? Na, den holen wir ein. Aber nicht zu nah ran. Der Wagen ist ja eine rollende Bombe. Das kann man wohl sagen. So, da vorne ist er. Hey, da stimmt doch irgendwas nicht. Ich sehe den Fahrer nicht und der Laster rollt rückwärts. Was ist denn los damit? Da ist tatsächlich keiner mehr hinterm Lenker. Der Wagen rollt führerlos mitten in den Verkehr. Da haben wir's. Ortest du den Fahrer noch irgendwo? Leider nein. Der ist bereits außer Reichweite. Ach, dann flick's nochmal. Aber erstmal müssen wir jetzt diesen Lieferwagen stoppen, ehe es zur Katastrophe kommt. Halt den Mikrolock bereit, Kumpel. Hast du? Mikrolock ist bereit. Okay, Kid. Und jetzt alle Energie in den Mikrolock. Inzwischen führt der Orchideenzüchter Paul Renard von seinem Besitzer aus ein interessantes Telefongespräch mit dem Putschoberst Facer, der mithilfe chemischer Waffen seine Macht auf einer winzigen Pazifikinsel sichern möchte. Bei Ihnen, Colonel Facer, kann ich mich wenigstens darauf verlassen, dass Sie sich auch um das kleinste Detail kümmern. Leute in meiner Position, Renard, leben sonst nicht sehr lange. In meiner auch nicht. Sie wissen, dass die absolute Sicherheit des Transports für mich genauso wichtig ist wie für Sie. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Ja, das habe ich auch meinem Präsidenten gesagt, bevor ich ihn aus dem Amt jagte. Na bitte. Einen schönen Tag noch, Colonel. Naja. Ist er nervös, der Colonel? Er hat einen Grund dazu, Ava. Ein einziger Fehler kann sein sofortiges Ende bedeuten. Komm, wir gehen ins Gewächshaus und trinken einen Schluck, ja? Gern. Als ob sie einen anschauten, diese Orchideen. Interessant, wie sowas Feines und Wunderbares wie diese zarte Orchidee einen Mann wie Colonel Facer fasziniert. Ein Mann, der Zerstörung und Gewalt personifiziert.
Eine zarte Orchidee, die immerhin jemanden töten kann, ohne eine Spur ihres Giftes zu hinterlassen. So gefährlich und geheimnisvoll wie die Frauen. Anwesende natürlich ausgeschlossen. Meinst du? Eva! Was ist los, Sonny? Wir haben Ärger, Renard. Wir? Und was für einen Fehler haben wir gemacht, Sonny? Ein Zivilbulle schnüffelt hier herum. Michael Knight heißt er. Gestern hat er uns schon ein Geschäft kaputt gemacht. Und dann hat er auch noch das Lagerhaus gefunden. Ich musste schon längst abhauen. Dabei ist der Lieferwagen kaputt gegangen. Wie kommst du darauf, dass es ein Bulle ist? Mit einem Bullen hatte ich schon zu tun, als ich noch zur Schule ging und Baseballkarten auf dem Schwarzmarkt verkaufte. Ein Bullen rieche ich auf 10 Meilen Entfernung. Er sagte was von irgendeiner Foundation für Recht und Verfassung? Genau. Sie kennen die? Ich nicht, aber ein Freund von mir. Es war für ihn eine sehr unangenehme Bekanntschaft. Ich hoffe, du hast keine Spuren hinterlassen, Sonny. Naja, viel Zeit zum Aufräumen hatte ich nicht. Ging natürlich alles hopp hopp. Ah, das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Den Laster und das Lager können wir verschmerzen. Und hier wird er uns bestimmt nicht finden. Da wäre ich nicht so sicher, Renner. Mich hat er ja auch gefunden. Der könnte hier ebenso auftauchen. Wir müssen ihn irgendwie stoppen. Und wie? Ich hätte da einen Vorschlag. Dieser Michael Knight interessiert sich doch so für unser Geschäft. Vielleicht könnte er unser neuestes Produkt ausprobieren. Das Gift der Orchidee? Mhm. Aber wie, Eva, meine Liebe? Wenn er es nicht freiwillig tut, dann vielleicht aus Versehen. Ich kümmere mich darum. Michael hat von Devon die Nachricht erhalten, dass Cindy ihn unbedingt sprechen möchte. Sofort macht er sich auf den Weg zu der kleinen Bar am Strand und wartet, bis Cindy ihren Auftritt beendet hat. Hallo, was möchten Sie trinken? Hallo, Orangensaft, frisch gepresst, wenn es geht. Können Sie den denn auch vertragen? Bestimmt, ich trinke immer so scharfe Sachen. Oh, ein bisschen wird's dauern. Er muss ja erst frisch gepresst werden. Ja, ja, ich kann warten. Das hat er jedoch nicht nötig. Denn die gefährliche Eva bringt ihm ein Glas Orangensaft. Vielleicht hat sie ihn nicht frisch gepresst. Aber eine kleine Ladung Orchideengift hat sie selber hineingespritzt. Und gut umgerührt. Oh, das ging aber schnell. Und Sie sogar ohne Dienstkleidung? So sehen Sie ja bezaubernd aus. Ich bin kein Typ für T-Shirts. Das sieht man sofort. Danke. Wohlbekommen. Danke. Hi, Cindy. Hallo, Michael. Leben Sie jetzt gesund? Ja, das sollten Sie auch mal trinken. Frischen Orangensaft mit viel Vitamin C und noch allen möglichen anderen guten Sachen, die mir aber jetzt gerade nicht einfallen. Sie machen keinen sehr vergnügten Eindruck, Michael. Ist was? Es tut mir so leid, was der armen Laurie passiert ist. Das Giftspray war für mich bestimmt, aber weil ich mich geduckt habe... Sonst wären Sie jetzt tot, Michael. Naja, sicher. Aber trotzdem... Oh, ich schwebe gerade auf Wolken, Michael. Stellen Sie sich vor, ich soll in New York vortanzen. Das ist ja großartig, Cindy. Also, dann mal raus mit der Sprache. Was ist los? Wieso? Was soll denn sein? Devon sagte, Sie hätten ihn angerufen und wollten mich unbedingt sprechen. Deshalb bin ich hier. Ach, Devon muss sich irren. Ich habe ihn überhaupt nicht angerufen. Haben Sie nicht? Na, vielleicht war es eine andere Cindy. Hier, Ihr Orangensaft, Mister. Frisch gepresst. Wieso denn das? Ihre Kollegin hat mir doch den da schon gebracht. Ja? Na, dann geht der eben auf Rechnung des Hauses. Lassen Sie sich's schmecken. Danke. Also, Michael, wollen wir auf was trinken? Auf irgendwas Schönes, Verrücktes, ja? Aber ja, aufs Vortanzen in New York, Cindy. Hals und Beinbruch. Oh, danke, Michael. Michael kehrt noch einmal in Sunnys Lagerhaus zurück, um der Sekretärin Rosemary ein paar Fragen zu stellen. Rosemary, wollen Sie ernstlich behaupten, Sie hatten keine Ahnung davon, dass Sonny mit giftigen Chemikalien handelt? Sehe ich aus wie eine Chemikerin? Ich kann dich mal richtig tippen. Wie lange arbeiten Sie denn schon hier? 2 Wochen sind's nächsten Freitag. Und Sie wissen wirklich nicht, wo Sonny jetzt sein könnte? Ach, keine Ahnung. Aber es sieht ganz so aus, als ob ich hier sehr bald rausfliege, weil ich nämlich mit Ihnen geredet habe. Rosemary,
Ein junges Mädchen ist umgebracht worden. Ja, ja. Aber wo Sonny Martin ist, weiß ich trotzdem nicht. Und arbeitslos möchte ich auch nicht werden. Waren Sie mal aus mit Sonny? Mit dem Geizhals? Das soll wohl ein Witz sein. Und von wem ist die wunderschöne Orchidee, die Sie sich da an die Bluse gesteckt haben? Na schön, ja. Die hat er mir tatsächlich geschenkt. Nur, wo er jetzt ist, weiß ich eben nicht. Aber wenn Sie was von ihm hören, egal was, rufen Sie an, ja? Hier ist meine Nummer. Mach ich. Und wenn er auch noch eine Postkarte schickt... Kann ich jetzt gehen? Wann werden die staunen, wenn ich wieder beim Arbeitsamt aufkreuze und das nach nur 9 Tagen Job? Ohne jedes Ergebnis kehrt Michael von Rosemary zu Kit zurück. Er starrt zur Lagerhalle hinüber. Gibt's in diesen Gemäuern irgendwas, was dir auffällt, Kit? Nichts von Interesse, außer für Kammerjäger. Na, fabelhaft. Dann fangen wir ja wieder ganz von vorne an. Eine Sache ist da doch, die mir zu denken gibt. Rosemary ist wahrscheinlich die einzige Arbeitslose, die eine unbezahlbare Orchidee an der Bluse trägt. Die hat sie von Sonny Martin. Was weißt du über ihn? Schieß los, Kumpel. Über ihn nichts, aber über die Orchidee. Eine Yantilia hybrida, außerordentlich selten. Nach meinen Untersuchungen gibt es überhaupt nur einen einzigen Experten, dem es gelungen ist, sie zu züchten. Er wohnt hier in Los Angeles und heißt Paul Renard. Interessant, Kit. Diese Orchideen sehen wir uns gleich mal an. Und was weißt du über diesen Paul Renard? Abgesehen von einem Verkehrsvergehen vor 2 Jahren hat er eine blütenreine Weste. Und da wir gerade beim Straßenverkehr sind... Nein, bitte, Kit, nicht schon wieder einen deiner Witze. Michael, wir müssen auf Ihren Adrenalinspiegel achten. Wieso? Es ist wunderbar, wieder mit dir unterwegs zu sein. Das finde ich auch, Michael, aber trotzdem. Stellen Sie sich vor, ich hielt neulich bei einer Tankstelle und musste elend lange warten. Als ich endlich dran kam, war das Design meiner Polsterbezüge aus der Mode. Na? Ich fürchte, Kit, es wird eine elendlange Fahrt. In der kleinen Bar am Strand fällt der Serviererin Michelle auf, dass ihre Freundin Cindy nicht ganz auf der Höhe ist. Sie hält sich benommen am Geländer fest. Oh Mann. Ist dir nicht gut, Cindy? Irgendwas ist komisch. Dir ist wohl der Orangensaft nicht bekommen. Wahrscheinlich habe ich noch ein bisschen hart zu hart trainiert oder so. Wird schon wieder werden. Oh, wie ich dich kenne, bestimmt. Mach doch eine kleine Pause. Nee, ich muss noch zum Pavillon vortanzen. Pass auf dich auf, ja? Ja. Michael stattet inzwischen Paul Renard einen Besuch ab. Der Orchideenzüchter empfängt ihn in seinem Gewächshaus. Mr. Renard. Kommen Sie rein. Ich heiße Michael Knight. Beunruhigt Sie irgendetwas, Mr. Renner? Durchaus nicht. Sie haben mich nur überrascht. Was führt Sie hierher? Ihr Ruf als Orchideenzüchter. Ich habe von Ihrer preisgekrönten Yantilia hybrida gehört. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Aha. Möchten Sie sie mal sehen, Mr. Knight? Aber sehr gern, Mr. Renner. Ich bin gespannt. Na, kommen Sie. Hier, das ist sie. So zart, nicht wahr? So bezaubernd schön. Und birgt dazu noch ein tiefes Geheimnis. Was denn für ein Geheimnis? Wenn ich Ihnen das sagen würde, wäre es kein Geheimnis mehr, oder? Da haben Sie recht, Mr. Renard. Wenn ich eine davon kaufen wollte, wo könnte ich das? Tut mir leid. Sie sind unverkäuflich. Ach, tatsächlich? Dann frage ich mich, wo Sonny Martin seine her hat. Sonny Martin? Wer ist das? Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Aber seine Freundin, eine kleine arbeitslose Sekretärin, trägt ihre unverkäufliche Yantilia an der Bluse. Das ist absolut unmöglich, Mr. Knight. Einfach absurd. Ja, vielleicht ist Ihnen ja mal eine gestohlen worden. Ach, wissen Sie, Mr. Knight, ein Gewächshaus ist ein so friedlicher Ort. Friedlich und geheimnisvoll. Mr. Renard, ich habe das Gefühl, als ob wir uns noch mal wiedersehen. Ja, warum nicht? Leben Sie wohl, Mr. Knight.
Wiedersehen, Mr. Renard. Der Orchideenzüchter blickt Michael eigentümlich nach. Da taucht Sonny Martin aus seinem Versteck auf. Was hat der gewollt, dieser Schnüffler? Gegenfrage. Wieso trägt Rosemary meine Orchideen an der Bluse? Na, ich wollte auch mal großzügig sein. Ein paar Blümchen. Wächst doch hier alles. Dummkopf. Dank deiner Großzügigkeit mit meinen Orchideen habe ich jetzt diesen Michael Knight am Hals. Ich habe ihn genauso am Hals. Aber keine Sorge, Mr. Renard. Ich kümmere mich um ihn. Und wie? Auf die altmodische Art. Ich bringe ihn ganz einfach um. Naja, ist auch eine Art. Michael ist inzwischen wieder auf dem Weg zur kleinen Bar am Strand. Kit, dieser Renard steckt bis über beide Ohren in der Chemikaliensache drin. Wir müssen es nur machen. Naja, wenn ich bloß wüsste, wie. Dann könnte ich es mir jetzt leisten, mit Cindy einen schönen langen Spaziergang zu machen. Hey, vielleicht hat Cindy irgendwann mal diesen Sonny mit Renard zusammengesehen. Hast du eine Kopie von seinem Foto? Bitte sehr. Hi. Das ist ja ein Service-Kit. Danke. Damit gehe ich mal eben rüber. Es dauert nicht lange. Ich möchte dich doch bezweifeln, Michael. Wenn Cindy da ist, dürfte es wohl doch ein bisschen länger dauern. Michael, runter mit dem Kopf! Hey, glatt durchgesäbelter Stamm. Das hätte ihr Hals sein können. Runter, Michael! Hat der Kerl noch mehr von diesem Kreissägen-Kit? Nein, er hatte nur die beiden. Na gut. Jetzt hab ich dich. Rein da jetzt! Na los! Los, Kit, zur Foundation. Eine Viertelstunde später nehmen Devin Miles und Michael den festgenommenen Sonny Martin ins Kreuzfeuer. Sieh dir das Foto gut an, Sonny. Sieh ihn dir an, den Kerl. Und? Ich habe ihn mir angesehen. Was jetzt? Jetzt wollen wir von Ihnen alles über diesen Mr. Renard hören. Wie lange Sie für ihn gearbeitet haben, wo er seine Chemikalien kauft, wer seine Abnehmer sind und wieso es ihm so ungehindert gelingt, seine dreckigen Geschäfte durchzuziehen. Also, ich finde Sie wirklich ulkig, Sir. Und ich finde, dass du eine ziemlich große Schnauze hast, Sonny, auf die ich dir jetzt gleich mal eins draufgehe. Ruhig, Michael, hören Sie auf. Lassen Sie ihn los. Wenn Mr. Martin erstmal den wirklichen Ernst seiner Lage erkannt hat, wird er bestimmt bereit sein, mit uns zusammenzuarbeiten. Wieso Ernst der Lage? Was ist denn das für ein Ernst? Erstmal kriegst du eine Anklage wegen Mordes an der kleinen Laurie an den Hals. Das beweisen Sie mir erstmal. Das haben Dutzende von Zeugen gesehen, Mann. Wieso? Ich hatte eine schwere Kindheit. Und gerade finde ich zum christlichen Glauben zurück. Das gibt ein paar Jahre, das wär's dann. Du Mistkerl, du... Was soll das? Michael, bitte. So kommen wir doch nicht weiter. Wieso, Mr. Martin, haben Sie eigentlich versucht, Michael zu töten? Wieso töten? Ich wollte ihm nur eins auswischen. Jetzt hören Sie mir mal zu, Sie gewissenloser Dummkopf. Ich bin ein geduldiger Mensch. Aber der eine Diskus, den Sie nach Mr. Knight geschleudert haben, hat einem jungen Baum die Krone abgesäbelt. Also, warum wollten Sie ihn umbringen? Weil was? Weil das dämliche Gift nicht gewirkt hat. Was für ein Gift? Das Gift in Ihrem Orangensaft. Wer hat Michaels Orangensaft vergiftet? Weiß ich nicht. Doch, Sie wissen es ganz genau. Devin, ich bekam 2 Gläser Orangensaft. 1 auf Rechnung des Hauses, das hatte die andere gebracht. Und das Glas hat Cindy getrunken. In äußerster Sorge um Cindy rast Michael zur kleinen Strandbar. Aber Cindy ist nicht da. Er fragt die Serviererin nach ihr.
Verzeihung, ich suche Cindy. Aber sucht Cindy auch Sie? Na, Sie verstehen mich nicht. Doch, genau. Gleich werden Sie mir erzählen, dass Sie sie in einer überfüllten Bar gesehen und sich in sie verliebt haben. Und seitdem können Sie ohne sie nicht mehr leben. Vielleicht wird sie ohne mich bald nicht mehr leben. Sie hat einen vergifteten Orangensaft getrunken. Was, im Ernst? Ja, stimmt. Ihr war schlecht, als sie hier wegging. Und wo ist sie hin? Sie sollte irgendwo vortanzen. Ach, wo war das noch? Ah ja, im Pavillon. Darunter. Danke. Toll ist das ja nicht. Sie denn? Lassen Sie mich durch, bitte. Cindy! Hey, Cindy! Ist hier schlecht, oder? Also wenn die Schlange ist, braucht sie in New York gar nicht erst anzutanzen. Vielleicht bricht sie zusammen. Ja. Alles in Ordnung, Leute. Ich kümmere mich schon um Sie. Komm, Cindy. Meinen Sie, es hat Ihnen gefallen, wie ich vorgetanzt habe? Ja, klar hat es Ihnen gefallen. Die waren ganz weg vor Begeisterung, Cindy. Kit, versuch bitte sofort rauszukriegen, was für ein Gift das ist. So. Hier ist sie. Hey, wach bleiben, Kleines. Ja, ja, mach ich. Mal. Zur nächsten Klinik, Kit. Schnell. Schon unterwegs. Was ist mit dem Gift, Kit? Es ist leider ein ganz besonders heimtückischer pflanzlicher Auszug. Und zwar stammt er aus der Jantilla-Orchidee. Aha. Also das meinte Renard mit dem tiefen Geheimnis, das in dieser Orchidee steckt. Das Geheimnis des Todes. Unglücklicherweise gibt es dafür kein Gegengift, Michael. Aber wenn die Orchidee das Gift erzeugt, könnte sie dann nicht auch das Gegengift produzieren? Ja, das könnte sein, Michael. Also, liefern wir zuerst Cindy im Krankenhaus ab und dann ernten wir Orchideen-Kit. Michael hat Cindy in der Klinik abgeliefert und saust sofort wieder zu Paul Reynards Besitz. Aber dort trifft er nur den alten, arglosen Verwalter Jennings an. Aber ich sage Ihnen doch, Mr. Reynard ist vor einer halben Stunde mit seinem Privatjet gestartet. Wissen Sie, wohin er fliegt? Keine Ahnung, Sir, tut mir leid. Da fällt mir ein, Miss Ava hat etwas von Mexiko gesagt, aber wo in Mexiko? Nein, tut mir wirklich leid, Mr. Knight. Kit, überprüf jeden Privatjet, der in der letzten Stunde eine Starterlaubnis nach Mexiko beantragt hat. Und überprüf den Funkverkehr, Kumpel. Schon geschehen, Michael. Ein Privatjet hat einen Wetterbericht für einen Ort direkt hinter der Grenze angefordert. Wir sind ihm auf den Fersen. Jetzt holen wir uns die Orchideen. Jennings, gehen wir zu den Gewächshäusern. Ja, Sir, wie Sie wünschen. Michael findet die Orchideenplantage bis auf die Wurzeln abgeerntet. Keine einzige Orchidee ist mehr da. Mr. Jennings ist entgeistert. Und der aztekische Fruchtbarkeitsgott aus Stein glotzt vor sich hin. In Mexiko gibt es ein Grenzstädtchen, das genauso heißt wie dieser kleine Götze, Xelaxa. Dort gibt es auch einen Flugplatz. Als Michael das vom alten Jennings erfährt, hält ihn nichts mehr. Michael, falls Sie jetzt das denken, wovon ich fürchte, dass Sie es denken, das ist eine aussichtslose Sache. Es ist die einzige Möglichkeit, Cindy zu retten. Also, auf geht's nach Xelaxa. Du schaffst das schon, Kumpel. Ruf Devin an. Ich muss wissen, wie es Cindy geht. Ja, hier Miles. Was gibt's Neues, Devin? Cindy ist sofort auf die Intensivstation gekommen, Michael. Aber es sieht gar nicht gut aus. Sie müssen sie am Leben erhalten, bis ich mit dem Gegengift zurück bin. Glauben Sie mir, Michael, die Ärzte tun, was sie können. Sorgen Sie dafür, dass sie mehr tun. Bitte, Devin. Ich tue, was ich kann. Ich verspreche Ihnen. Es ist zum Verrücktwerden. Geht's nicht noch etwas schneller, Kit? Leider stoße ich bereits jetzt an die Grenzen meiner Belastungsfähigkeit, Michael. Wissen Sie, was ich jetzt gebrauchen kann? Das Gegengift. Und bis dahin. Ich ahne es, Kumpel. Etwas, das meinen Adrenalinpegel senkt, nicht wahr? Naja, wenn Sie darauf bestehen, Michael. Also, als ich noch ein Kind war... Ein Kind bist du doch nie gewesen. Nicht unterbrechen, Michael. Also, als ich ein Kind war, ging es uns so schlecht. Wir konnten uns nicht mal den Käse für die Mausefalle leisten. Schon wieder ein Mäusewitz.
Wer kann über sowas denn lachen? Keine Zwischenbemerkungen, bitte, Michael. Wir mussten jedenfalls als Köder ein Käsefoto auslegen. Und was passierte? Wir fingen ein Mäusefoto. Oh Gott. Geht's Ihnen nicht gut, Michael? Natürlich nicht. Deine Witze bringen mich nochmal um. Inzwischen sitzen Rina und Eva in einer Kantina Schelaxas mit Colonel Fasor zusammen und besprechen die Lage. Sie sind ihres Erfolges sicher. Also, ich kann mich darauf verlassen, Renard, dass dieses Präparat absolut sicher wirkt. Aber ja, Colonel. Und Schelaxa ist genau der richtige Ort, um die Orchideen zu melken. Anschließend stellen wir das Gift dann in Massenproduktion her. Ich rechne fest damit, Renard. Etwa 30 Gramm dieses Giftes sind so tödlich wie 100 Liter Cyanid. Der Traum jedes Terroristen. Zum Wohl. Nach rasender Fahrt erreichen auch Michael und Kit die Kantina, in der die Verschwörer auf ihren Erfolg anstoßen. Okay, Kumpel. Du kennst den Plan. Hoffen wir nur, dass die da drin auch darauf reinfallen. Sobald ich dir das Zeichen gebe, ziehst du alle Register, verstanden? Jetzt, Kit! Hola, nur die Ruhe. Ruhe, keiner verlässt seinen Platz. Das Gebäude ist umstellt. Achtung, hier spricht die Polizei von Schelaxa. Die Kantina ist umstellt. Keiner verlässt sie ohne unsere Erlaubnis. Auf Befehl der mexikanischen und der amerikanischen Behörden, sie alle sind festgenommen. Ich wiederhole, die Kantina ist umstellt. Keiner verlässt das Gebäude. Sie sind ein erstaunlicher Mann, Mr. Knight. Nur einer, der sein Wort hält. Ich versprach Ihnen doch, dass wir uns wiedersehen würden, Renard. Da haben Sie recht. Achtung, Achtung! Gehen Sie bitte weiter. Bleiben Sie nicht vor der Kantina stehen. Gehen Sie sofort weiter. Achtung, der Einsatzwagen nimmt jetzt seine Position ein. Ich will das Gegengift, Renard. Und ich will es sofort. Ich weiß, Sie haben es bei sich. Ist es nicht in der kleinen Ampulle an Ihrer Uhrkette? Sie haben schon wieder recht, aber... Hey, Sie da! Halt! Was hier los ist? Sie können da jetzt nicht rein. Im Augenblick darf niemand die Kantina betreten. Alto, alto! Kit, ist was nicht in Ordnung? Ich kann diese beiden Kerle nicht aufhalten. Ach, Mann, was für eine Pleite. Keine falsche Bewegung, Leute. Toller Trick. Kein Polizist, weit und breit. Draußen steht ein schwarzes Auto und macht ganz allein all den Lärm. Pack diesen Neid sofort! Halt ihn fest! Ja! Michael wird gepackt und festgehalten. Mit einem bösen Lächeln beugt sich Paul Renard über seinen gefangenen Feind. So wendet sich das Blatt, Mr. Knight. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das Gegengift nicht geben kann. Aber Sie werden doch nicht enttäuscht sein, wenn ich Ihnen etwas von dem Gift gebe. Eva, die Spritze. Sofort. Ganz ruhig, Michael Knight. Und darauf können Sie sich verlassen, Mr. Knight. Diese konzentrierte Dosis wird sehr viel schneller wirken als die verdünnte Portion Darmalz in dem Orangensaft. Komm mit, Michael. Ich werde dich da drin bewachen, bis du ins Reich der Schatten eingegangen bist. Es wird dir bestimmt gefallen. Michael erkennt seine Chance. Kaum ist er mit seiner verführerischen Bewacherin allein, nimmt er sie scheinbar liebevoll in die Arme, stößt sie aber dann sofort zurück und sitzt wenige Minuten später auf seinem Fahrersitz. K-
Kit startet unverzüglich. Ich bin wirklich froh, dass Sie wieder da sind, Michael. Ja, das war in letzter Sekunde. Vielleicht ist es trotzdem schon zu spät. Wieso zu spät? Check mal meinen Körper durch, dann weißt du Bescheid. Michael, Sie haben Ihnen eine tödliche Dosis gegeben. Haben Sie das gegengift? Nein, Renard hat es. Und ich nehme an, er fliegt jetzt damit zurück nach Los Angeles. Sie haben recht, Michael. Renard ist vor 14 Minuten in Richtung Nordwest gestartet. Aber selbst wenn wir noch so schnell fahren, Sie sind uns eine halbe Stunde voraus. Ich weiß, Kit. Aber versuch mal, an den Navigationscomputer des Jets ranzukommen. Du weißt, was ich meine? Gute Idee, Michael. Vielleicht können wir Sie auf einen falschen Kurs bringen. Wir müssen es schaffen, Kit. Sonst stirbt Cindy. Nicht nur Cindy. Versuchen Sie, wach zu bleiben, Michael. Tatsächlich gelingt es Kit, Rinas Maschine auf einem kleinen, schon amerikanischen Flugplatz zur Landung zu zwingen. Devon Miles von der Foundation und auch die örtliche Polizei hat Kit verständigt. Denn Michael Knight ist vom Gift der Orchidee bereits gelähmt. Michael, hören Sie mich? Ja, klar, Kit. Alter Kumpel. Wo ist Cindy? Ich muss ihr das Gegengift bringen. Paul Renard, seine Komplizin Eva und der Putschoberst Fraser sind soeben von der zuständigen Polizei verhaftet worden. Sehen Sie, da drüben werden sie abgeführt. Ja, da Renard, der hat das Gegengift an der Uhrkette. Ich muss sofort. Nein, Michael, nein, das schaffen Sie nicht. Renard, Sie... Hey, Sie können doch nicht... Ich habe es. Bringen Sie mich zu Devon Miles. Schnell. Michael verliert das Bewusstsein. Aber die Kapsel mit dem Gegengift hält er fest in der verkrampften Faust. Devon Miles wartet in einem Krankenwagen mit der ebenfalls schon bewusstlosen Cindy auf das Gegengift. Devon Miles? Ist hier Mr. Miles? Michael! Ja, was ist denn... Oh, Michael! Bringen Sie ihn rein, sofort. Okay. Devon, Michael hat das Gegengift in seiner linken Faust. Danke, Kit. Hier ist es. Schnell, Bonnie, die Spritze für beide. Ja. Kit, ich glaube, du hast soeben zwei Menschen das Leben gerettet. Darauf bin ich programmiert, Devon. Hey, es wirkt schon. Michael? Michael? Da haben wir jetzt... Nein, Cindy. Hast du unsere Verabredung vergessen? Du weißt doch, zum Rollschuh laufen. Ach, ja. Das Gegengift wirkt schnell und gründlich. Cindy ist bald schon wieder in Hochform. Und auch Michael ist wieder ganz der Alte. Hey, Devon, Bonnie. Was geht's? Wisst ihr, was Cindy gekriegt hat? Nee, nein. Was denn? Eine Hauptrolle am Broadway. Ach, das ist ja toll. Gratulieren wir. Darauf sollten wir was trinken. Ja, vielleicht dies hier. Mhm. Frisch gepresster Orangensaft. Oh. Michael? Ja? Können Sie darüber lachen?